Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und ich bin natürlich auch, obwohl ich ja Lehrer bin, auch immer Schüler und versuche auch immer, mich weiterzubilden. Deswegen nehme ich selbst Unterricht, aber deswegen lese ich auch viel. Und gerade sind mir mal wieder zwei interessante Bücher in die Hände gefallen, die ich in der Bibliothek in Detmold gefunden habe. Und das sind zwei Bücher von Malte Burba. Die Brass Masterclass von Malte Burba habe ich ja schon vorgestellt. Es gibt auch noch weitere interessante Bücher von Malte Burba, zum Beispiel rund um das Thema Blechbläser in der neuen Musik. Aber diese zwei Bücher möchte ich gerne deswegen vorstellen, weil ich sie so unterhaltsam finde. Und die heißen 100 Fragen an Malte Burba. Und diese Bücher sind im Grunde genommen so ein bisschen aufgebaut wie so ein Katechismus. Also es wird immer eine Frage gestellt und eine Antwort gibt es dazu. Und ganz so negativ würde ich es vielleicht nicht sehen. Und ich glaube auch nicht, dass Malte Burba ganz so schlimm ist wie die katholische Kirche. Aber es ist doch immer so, dass er auf zweiflerische Fragen, die von vielen seiner Anhänger, Schüler, wie auch immer kommen, dass er die so sehr einfach und direkt beantwortet. Und mir persönlich gefällt das gut, weil ich finde, das nordet einen so ein. Es gibt ja dann doch immer so viele Themen, wenn man ein Instrument lernt, wo man sich unsicher ist, wo man anfängt zu zweifeln an der Methode, die man verfolgt und so weiter. Und wenn dann so jemand kommt, der eine gewisse Autorität hat und sagt, so ist es und deswegen und das ist deswegen logisch, dann finde ich das immer ganz angenehm. Genau, um das ein bisschen vorzustellen, würde ich vielleicht einfach mal zwei, drei von diesen Fragen vorlesen und die entsprechenden Antworten auch dazu, die eben von Herrn Burba kommen. Und ich denke, dann kannst du dir ein ganz gutes Bild darüber oder einen ganz guten Eindruck darüber verschaffen, wie diese Bücher zu verstehen sind, beziehungsweise wie die Bücher sich gestalten. Zum Beispiel die allererste Frage in dem Buch ist: Mein neuer Trompetenlehrer hat mich angehalten, das Mundstück genau in der Mitte des Mundes anzusetzen. Das geht aber irgendwie nicht. Was kann ich tun? Und dann antwortet Burba: Zuallererst soll Ihnen Ihr Trompetenlehrer doch einmal verraten, was er unter Mitte versteht. Die Hälfte der Entfernung zwischen zwei Mundwinkeln? Im entspannten oder lachenden Zustand? Die Mitte des Schädels? Wo der Zapfen der Oberlippe ist? Die Mitte der Zähne? Leider kommt bei jeder Definition eine andere Mitte heraus, weil wir doch viel unsymmetrischer sind, als wir annehmen. Wenn Sie nicht genau in der Mitte ansetzen und bei Ermüdung oder dem Versuch höher zu spielen die Position gleich besteht absolut kein Handlungsbedarf. Es wird einen Grund haben, warum Sie da ansetzen, wo Sie ansetzen, zum Beispiel weil ein Zahn stört oder die Zunge, die die Luft leitet, eben auch nicht unseren Vorstellungen von Symmetrie entspricht. In diesem Fall kostet der Versuch, wegen einer vermeintlich fehlenden Symmetrie gegen die Gewohnheit zu handeln, viele Mühen, ohne dass die Verhaltensänderung irgendeinen Vorteil brächte. Zum Beispiel eine Frage zum Thema Ansatz. Das Ganze ist übrigens in Kapitel geteilt, also hier zum Beispiel sind Fragen zum Thema Ansatz, Atmung, Auftritte, Ausbildung, Instrument, Gesundheit, Klang, Lippen, Literatur, Mundstück, Motivation, theoretisches, Üben, Zähne, Zunge. Also 15 Themen hier dran. Und in dem zweiten Band sind eben auch verschiedene Themen drin. Und das überschneidet sich eigentlich. Ja, es überschneidet sich komplett. Also genau, auch hier, das sind die gleichen 15 Themen, aber es sind eben andere Fragen. Und dann lese ich vielleicht hieraus auch noch eine Frage vor, die ich mir markiert habe. Vom Tuba-Spielen bekomme ich immer Rückenschmerzen und mein Hausarzt meinte, dass ich davon bleibende Haltungsschäden bekommen kann. Geht das nur mir so oder mache ich etwas falsch? Seine Antwort: Nur in Deutschland gilt das Teilen der ohnehin kleinen Sitzfläche eines Stuhles mit einer Tuba oder gar freihändiges Tuba-Spielen als cool. Der Rest der Welt findet das zu Recht dämlich. Kaufen Sie sich einen höhenverstellbaren Tuba-Ständer und Ihre Rückenprobleme lösen sich in Luft auf. Man kann auch Rückenprobleme kriegen, wenn man mit Tuba-Ständer spielt, weil man muss das Ding ja dauernd hochhieven und so, ne? Aber prinzipiell, klar, ist so. Und vielleicht noch eine Frage. Ah ja, auch sehr gut. Deswegen habe ich mir die kopiert, weil ich da auch schon Videos drüber gemacht habe und weil ich die gut finde. Was halten Sie von der A-Bahn-Schule? Seine Antwort:
Auch auf die Gefahr hin, von einigen Lesern gelyncht zu werden, stelle ich die Gegenfrage. Würden Sie zu einem Chirurgen gehen, der mit Methoden von 1864 arbeitet? Die Anforderungen an Trompeter waren vor 150 Jahren andere als heute. Während früher Blattspiel und Transponieren erste Priorität hatten, steht heute die CD-reife Perfektion im Vordergrund. Letzteres lernen Sie aber nicht durch Notenfressen. Wenn Sie Ihre Geläufigkeit schulen wollen, eignet sich fast jedes Notenmaterial, also auch die A-Bahn-Schule. Manchen nervt aber auf Dauer der Stilmix aus Salon- und Militärmusik. Fragen und Antworten in diesem Stil gibt es in den beiden Bänden. 100 Fragen an Malte Burba. Die Bände kosten beide rund 15 Euro. Ich werde sie euch unter dem Video verlinken. Vielleicht findet ihr sie auch irgendwo antiquarisch. Ansonsten ist das, glaube ich, eine gute Sache, um es zu verschenken. Ach so, ein kleines Update noch. Einer meiner Online-Schüler macht eine längere Pause bei mir, weil er beruflich so viel um die Ohren hat. Das heißt, wenn du aktuell ein paar Online-Stunden nehmen willst, kannst du dich gerne bei mir melden. Im Moment habe ich ein bisschen Zeit übrig. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben. Und tschüss. Hey, tubalernen.de/tonart. Dort lernst du nicht nur alle Griffe, sondern auch den Quintenzirkel und den ganzen theoretischen Überbau. Schau mal vorbei. tubalernen.de/tonart. Thank you.